Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, wie mittlerweile von euch wahrscheinlich schon jeder mitgekriegt hat, bin ich momentan lidiert wegen meinem Knie. Und ja, es ist natürlich schon so, dass ich möchte, dass auf meinem Kanal wenigstens ein bisschen weitergeht. Deswegen lasse ich mir jetzt einfach so ein paar andere Videoideen einfallen, beziehungsweise mache einfach Videos, die wo ich gut von daheim aus machen kann. Heute möchte ich mit euch einen Online-Haul mal wieder machen. Und zwar habe ich vor längerer Zeit schon mal einen Online-Haul gemacht auf der Internetseite von Krämer. Für heute habe ich meinen anderen Online-Shop ausgesucht, bei dem wo ich auch schon ein paar Mal bestellt habe, der wo auch richtig viele coole Sachen hat. Und ja, vielleicht kennt ihr den ja noch nicht und ihr entdeckt vielleicht dafür eigentlich auch ganz coole Sachen. Deswegen möchte ich euch den einfach mal vorstellen. Um welchen es sich handelt, das werdet ihr natürlich gleich sehen. Jetzt habe ich mir da meinen neuen Laptop schon mal hergerichtet, weil mein alter doch abgespackt ist. Und da habe ich so richtig coole, ja, wie nennt man das, Laptop-Skin von Case App gekriegt und das schützt eben total vor Kratzer und ich finde das einfach mega cool. Ich habe mal was relativ Schlichtes ausgesucht, zwar so schwarzes Marmor ist das und ja, das hält richtig gut, ist mega easy zum Anbringen. Und wenn euch das auch gefällt und ihr vielleicht auch sowas gut brauchen könnt, dann schaut auf jeden Fall mal unten in der Infobox vorbei, da tue ich euch den Link zu Case App rein, dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Jetzt soll es aber mit dem eigentlichen Video endlich mal losgehen und wir ja vielleicht auch für euch einige wissen, shoppen vertreibt Kummer und Sorgen, da die jetzt einfach mal sagen und wenn ich schon nichts machen kann und auch meine Pferde nicht bewegen kann, dann muss ich halt einfach für die ein bisschen einkaufen. Ich denke, das kann jeder von euch ganz gut verstehen, oder? Könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Bock dazu. Deswegen haben wir gedacht, das ist halt ein richtig gutes Videothema und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, ich habe jetzt da mal die Internetseiten von dem Onlineshop schon geöffnet und zwar handelt es sich um den Onlineshop von Hortz, also mit Z geschrieben. Ich habe da schon öfters bestellt und zwar, was ich da echt total gern haben die Reitleggings. Da habe ich mir auch schon mal drei bestellt. Da habt ihr mir auf Instagram auch schon ganz oft gefragt bei Bildern, wo ich gepostet habe. Die waren richtig cool. Und weil ich mir gedacht habe, für den Sommer brauche ich auf jeden Fall wieder neue Reitleggings, habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich jetzt einfach mal den Online-Shop. Und wie ihr jetzt da auch schon sehen könnt, es gibt da 1000 verschiedene Kategorien. Also die haben echt alles, was das Herz begehrt. Die haben unter anderem auch den Trab- und Fahrsport. Die haben Haustierbedarf, also auch für alle möglichen Tierchen. Und auch richtig viel Auswahl, das finde ich einfach richtig cool. Und wie gesagt, ich liebe einfach meine Reitleggings. Und deswegen fangen wir jetzt mal bei der Kategorie Reiter auch gleich an. Dann gehen wir jetzt da mal zur Damenreitbekleidung. Haben wir da eh schon das Reitleggings. Finde das auch sehr übersichtlich hier. Dann schauen wir mal. Ich wollte auf jeden Fall eine schwarze. Schauen wir mal, was das für eine ist. Die hat jetzt da auch so ein bisschen Vollbesatz. Das finde ich eigentlich echt ganz cool. Und schwarz, finde ich, geht halt einfach immer. Und das trocknet einfach nicht so auf. Ich denke, die tue ich jetzt auf jeden Fall mal in den Warenkorb. Nehmen wir Größe 42. So, genau. Einkauf fortsetzen natürlich. Dann gehen wir nochmal zu den Reitleggings zurück. Schauen wir uns mal die schwarze noch an. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Die hat so einen gepunkteten Besatz, was ich jetzt auch relativ schick finde. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mal in den Warenkorb. So. Dann schauen wir mal nochmal zurück. Also wie ihr schon seht, die haben da auch richtig verschiedene coole Modelle. Auch richtig coole Farben. Die gefällt mir natürlich auch richtig gut. Aber ich finde jetzt, wenn man so ein bisschen mehr irgendwie hat, dann ist halt so ein leicht, dann ist halt so eine helle Farbe, ist halt dann oft so, dass man wirklich jede Struktur so vom Oberschenkel oder so sieht. Und das finde ich jetzt nicht so cool irgendwie.
Da unter anderem gibt es auch eine mit einer Handytasche, was natürlich mega praktisch ist. Also braucht man gar nicht drüber reden. Ein bisschen mit Leo-Muster, die finde ich natürlich auch ganz cool. Aber ich bin jetzt nicht so der Leo-Fan. Ich denke jetzt mal, die zwei, die ich jetzt in Warenkorb da habe, die haben ganz gut. Die gefallen mir auch gut und dann hoffen wir einfach nur, dass die passen. Dann schauen wir mal, was ich auch unbedingt brauche, ist so eine Art Übergangsjacken bzw. eine Regenjacke. Brauche ich wirklich sehr, sehr dringend für den Stall. Und deswegen bin ich jetzt mal da in die Kategorie Jacken und Mäntel gegangen. Haben wir einmal Sommer- und Übergangsjacken, wobei ich mich jetzt mehr für die Regenjacken interessiere. Die finde ich auf jeden Fall ganz schick. Aber was die hat jetzt da so eine Art Gummizug bzw. Bund. Und da habe ich dann einfach Angst, dass die auch relativ früh nach oben rutscht. Ich mag eigentlich schon, wenn die so ein bisschen über den Rücken runtergängen, vielleicht so ein bisschen über den Hintern auch noch. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die an. Und ihr wisst ja, dass ich ein Olivgrün-Fan bin. Deswegen passt die natürlich da echt ganz gut. Die ist wirklich total schön, finde ich. Geht eben da auch ein bisschen länger runter. Wir können es uns von hinten. Und die hat da eben auch noch einen Reißverschluss, dass man es da beim Reiten auch ein bisschen aufmachen kann. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Also ich finde, die schaut richtig gut aus. Dann schauen wir uns doch mal noch so ein bisschen Übergangsjacken an, was die da so dabei haben. Seht ihr, was ich sehe? Natürlich seht ihr es ihr auch. Das ist ja wohl mega schön. Oder diese Jacke, wie geil ist diese Farbkombination. Das ist nur so ein bisschen mit Grau, also die gefällt mir richtig gut. Also die finde ich auch richtig cool, schaut euch das an. Die Farbe ist ja wohl der Hammer, oder? Das muss man jetzt schon mal zugeben. Dann nehmen wir uns die Arme in den Warenkorb. Also das heißt ja nicht, dass ich alles peut, was ich jetzt da in den Warenkorb da, gell? Das müssen wir jetzt schon mal dazu sagen. Ich werde halt dann so mir ein paar Sachen aussuchen und schauen auch, ob die passen. Und dann werde ich vielleicht auch natürlich wieder was zurückschicken. Gell? Das ist ja wohl ganz klar. Die haben natürlich auch so Marken wie Spooks, wie man da gerade sieht, oder HV Polo, haben es auch, Imperial Riding oder eben so diese Eigenmarken Hortz. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ob Hortz richtig ist oder ob man wirklich einfach nur Hortz sagt. Ist ja wurscht. Genau, Pfiff haben's. Ja, also die denkt, da kann man schon was finden. Die haben da echt eine riesen Auswahl. Die haben da noch vier Seiten. Die schauen wir uns jetzt aber nicht durch. Und was ich auch noch wollte, für mich, haben Socken. Da schauen wir jetzt nochmal bei Strümpfe. Und da finde ich natürlich die jetzt schon ganz cool, weil die gibt es auch in diesem Olivgrün. Das passt natürlich dann zu der Jacke echt gut, wenn ich mal so im richtig schicken Look rausgehen möchte. Cool, dann nehmen wir die einfach nur. Das ist ein Dreierpack, das ist natürlich mega praktisch, das finde ich echt gut. Also ich denke, für mich brauche ich dann erstmal nichts mehr. Jetzt schauen wir mal in die Kategorie vom Pferd. Was ich auch wollte, ist für Memphis eine neue Abschwitzdecke. Da habe ich ja, wer meine letzten Videos gesehen hat, habe ich eben eine ausgemistet, also eine Abschwitzdecke, die wo wirklich schon jenseits von Gut und Böse war. Und deswegen mehr hätte ich da gern eine neue, also einfach so eine Fliesene. Und ich habe auch schon einen Farbwunsch, ich hoffe, es gibt eine. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint, welcher Farbe ich mir wünschen darf für einen Memphiser Abschwitzdecken. So, jetzt schauen wir da mal bei Fließdecken. Also ich habe ja wirklich nur ganz einfache Fließabspitzdecken für die Pferd. Was anderes besitze ich jetzt da ja auch nicht. Da ist es schon. Eine olivgrüne Abschwitzdecke. Weil mir gefällt einfach die Farbe so gut an Memphis. Und schaut euch die an, wie cool die ausschaut. Die ist so, hat so ein bisschen ein geripptes Muster. Die finde ich einfach mega, mega schön. Also richtig cool. Die kommt auf jeden Fall in den Warenkorb. Da habe ich ja 145 für Memphis und das passt eigentlich immer ganz gut. Auf die freue ich mich.
Dann schauen wir nochmal zu den Fließdecken. Also für die Fini habe ich ja momentan zwei Fließdecken und da brauche ich wirklich keine. Aber ansonsten waren natürlich da auch echt ganz schöne für die Fini. Mega cool. Dann schauen wir mal weiter zu Gamaschen. Das darf mich jetzt auch mal interessieren. Da gibt es auch wieder coole Sachen. Ich habe ja von Reitsport Sibo welche für die Fini zugeschickt gekriegt. Und seitdem bin ich eben im Gamaschenfieber und habe jetzt auch bei Memphi oft welche drauf gehabt. Da habe ich auch neue vom Krämer. Und jetzt momentan hat mich das wirklich gepackt. Gut, momentan brauche ich es ja nicht, aber gut. Und zwar sehe ich jetzt da gerade wunderschöne Gamaschen hier. Die haben auch gar nicht teuer, 29 Euro. Und wie schön haben diese Rosen bitte. Das war natürlich jetzt mega, wenn es die in der Fini ihren Agress gibt. Das da die richtig cool finden. So, Daumen drücken. Und es gibt sogar XL und da gibt es sogar 20% drauf. Wie geil ist das? Richtig cool. Die kommen auf jeden Fall in den Warenkorb. Also 23 Euro kosten die nur noch. Ich hoffe, die passen. Aber XL müsste der Fini eigentlich schon ganz gut passen. Und dann habe ich da auch ein bisschen zum Durchwechseln, ein bisschen schwarz, ein bisschen rosa. Das ist doch immer praktisch. Da sieht man es nochmal getragen. Die finde ich schauen auch richtig gut aus. Putzzeug vielleicht für meinen neuen Putzkasten. Ach doch, also sowas wollte ich ja auch schon ewig mal ausprobieren. Das gibt es auch in rosa. Vielleicht tue ich das auch noch in Warenkorb oder in so einem Knallgrün. Diese Teile sollen ja richtig gut sein, auch so, dass man von den Schabracken oder von den Sattelpads die Haare runter da kann und das wird die wirklich schon ewig ausprobieren. Deswegen nehme ich mal vielleicht so eins noch mit. Und da sieht man eben, die haben da auch ganz viele verschiedene Putzsachen noch in viel verschiedene Farben. Oh, diese Putztasche ist doch wunderschön. Brauche ich aber nicht, weil ich habe ja einen neuen Putzkasten. Also da gibt es einmal so ein bisschen andere Sachen, finde ich, haben die. Also die haben jetzt natürlich so diese klassischen Sachen, aber ich finde einmal so ein paar andere Ideen. Also da gibt es ja 1000 Seiten. Richtig cool. Schablonen für die Schermaschine. Schaut euch, wie schön das ist. Ich liebe das jetzt schon. Da darf mir aber wahrscheinlich der Paar umbringen. Also ich glaube, irgendwann wird es dann doch mal zu früh rosa. Ach Gott, ist das schön. Das muss ich mir jetzt echt noch überlegen. Schaut mal da, von diesen Sattelhalter gibt es auch 1000 verschiedene Farben. Mega cool. Oder da. Ach Gott. Da kann die Einkaufer, Leute, das sage ich euch. Da waren wir schon. Stallzubehör. Also ich finde, die haben schon echt eine ganz coole Auswahl an Sachen. Und wie ich es vorher schon mal erwähnt habe, die haben halt auch mal ein bisschen andere Sachen. Das ist schon echt gut. Schaut mal her, das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt. Das finde ich richtig cool. Und zwar kann man da die Sachen besticken lassen. Also das finde ich wirklich eine ganz coole Sache. Da schauen wir uns jetzt mal einfach Bestickung Pferdedecken an. Nehmen wir uns jetzt einfach mal da diese rosane. Kann man da herunten die Bestickung hinzufügen, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also ich habe das jetzt an mir gemacht und dann kann man da eben auswählen, wo man es hin möchte. Wir machen jetzt einfach mal hinten rechts. Da schreiben wir jetzt einfach mal Fini drauf und dann haben wir da jetzt verschiedene Schreibweisen, wobei jetzt sieht man natürlich nicht, welche Schreibweise wie ausschaut. Dann gehen wir da. Ah ja. Also, dann sieht man jetzt da, also das sind jetzt mal so diese Schreibweisen, wo man das sieht. Das finde ich natürlich cool, das ist so Old-Style, Country-mäßig. Schreibschrift mag ich auch gern, aber ich glaube, ich finde eher das ganz cool. Und dann kann man da jetzt eben sehen, wenn ich jetzt ganz groß möchte, bei einer Decke, das sind dann so circa 10 cm. Und dann kann man da so diese Schriftfarbe aussuchen. Das ist natürlich auch super schön. Und die Schriftform. Also das finde ich echt eine richtig coole Sache. Dann machen wir jetzt mal da Fini. Dann haben wir da Old Style. Ich möchte es natürlich in groß. Und welche Farbe?
Dann nehmen wir jetzt ein Weiß, weil die Dicken ist ja schon pink und das soll es ja doch ein bisschen abheben. Und dann kann man Bestickung hinzufügen. Und dann sieht man das da, das ist ja mega cool. Und wie wir das jetzt mal in Waren gehabt haben, ja, 155, das ist natürlich für die Fini viel zu klein. Wie man jetzt da im Warenkorb mal schaut, sieht man eben da, dass da die Bestickung unten dabei steht. Also das ist echt mega cool. Vielleicht mache ich das noch beim Memphis seiner Decken. Da könnt ihr euch jetzt mal überraschen lassen. Also ich denke, das langt jetzt erst einmal. Lasst euch überraschen, ob das jetzt alle Sachen waren, wo ich bestellt habe, oder ob ich vielleicht noch das ein oder andere Detail dem Warenkorb hinzugefügt habe. Das werdet ihr natürlich in meinem Unboxing-Video sehen, wo ich natürlich machen werde. Ja. Vielleicht habt ihr jetzt einen kleinen Einblick gekriegt, was die für Sachen haben, und habt ihr auch Lust gekriegt zum Shoppen. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox vorbei, da tue ich euch den Link zu der Internetseite rein. Und dann könnt ihr es euch ja auch mal durchstöbern, und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe mich mega über Daumen nach oben gefreut, über ganz viele Kommentare. Wie gesagt, ich habe ja momentan Zeit, mir die auch durchzulesen, zu antworten. Und ich wünsche euch bis dahin jetzt noch eine schöne Zeit, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Fett euch!